Heute teile ich mit euch meine 5 einfache Regeln, die mir helfen, mein Zuhause sauber und aufgeräumt zu halten. Und meine erste Regel ist, jeden Tag etwas im Haushalt zu machen. Auch wenn du berufstätig bist und wenig Zeit hast, kann man täglich 15 bis 20 Minuten Zeit finden und im Haushalt etwas machen. Ich putze jeden Tag ein bisschen. Montags Staubwischen, dienstags Staubsaugen, mittwochs Spiegelpolieren und so weiter. Ich möchte nicht den ganzen Samstag mit dem Hausputz verbringen. Dafür ist mir das Wochenende zu heilig. Lieber putze ich jeden Tag ein bisschen. Früher habe ich immer so einen langen Putzmarathon am Samstag gehabt. Inzwischen, durch diese kleine einfache Regeln, jeden Tag ein bisschen zu machen, schaffe ich das, in einer Stunde fertig zu sein und mein Haus ist immer aufgeräumt. Man kann das auch über den Tag verteilen. Sicherlich kann man 10 Minuten morgens und 10 Minuten abends finden. Du kannst ja deine Lieblingsmusik anschmeißen und nach 3 Liedern bist du fertig und deine Wohnung wird dir dafür danken. Gut gelaunt wie eine Fee durch die Wohnung fliegen und die Sachen wieder zurück an ihren Platz bringen, Spielsachen mit deinen Kindern aufräumen oder kurz den Spiegel oder Waschbecken putzen. In 3 Liedern kann man wirklich viel tun und wenn man diese zeitliche Begrenzung hat, ist man viel effektiver, schneller und man hat viel mehr Spaß dran, wenn man das zum Beispiel mit seiner Lieblingsmusik verknüpft. Neben der Musik höre ich gerne auch Blinks in der App Blinkist, währenddessen ich reinige. Wenn man etwas Schönes während der Pflichttätigkeit wie Hausputz macht, verwandelt sich die Pflichttätigkeit auf einmal in eine angenehme Tätigkeit, die man sehr gerne ausführt. Als ich die Wäsche zusammengelegt habe, habe ich das Buch von James Clear, die 1%-Methode, angehört. In dem Buch geht es darum, wie man mit minimalen Veränderungen Schritt für Schritt große Ziele erreichen kann, sogar ohne das zu merken. Das Buch liefert viele praktische Tricks, mit denen man die Gewohnheiten ändern kann. Und die neuen verbesserten Gewohnheiten führen natürlich auf Dauer zum Erfolg. Einen Tipp aus dem Buch habe ich besonders beherzigt und sehe bereits, wie das wirkt. Und zwar geht es darum, dass man die Gewohnheiten aufeinander aufbauen kann und so die neuen Gewohnheiten mit bereits bestehenden verbinden. Jeden Morgen trinke ich zum Beispiel eine Tasse Kaffee. Das ist meine Gewohnheit. Jetzt verknüpfe ich die mit der Gewohnheit, eine Ladung Wäsche zu starten, nachdem ich Kaffee getrunken habe. So vergesse ich nicht mehr wie früher, die Waschmaschine morgens zu starten. Und die neue Gewohnheit wird einfach etabliert. Was ich total super bei Blinkist finde, dass man zu zweit einen Account nutzen kann. Das heißt, wenn du einen Premium-Zugang hast zu deinem Account, kannst du das deinem Partner über Share-Funktion Blinkist Connect deinen Zugang gewähren, sodass dein Partner genauso Zugriff auf deinen Premium-Account hat. Neben Blinkist Connect gibt es noch das Feature Blinkist Spaces. Es ist eine Art Buchclub, wo du die Möglichkeit hast, deine Lieblingsblinks mit Freunden zu diskutieren. Aber der allergrößte Vorteil von so einem Blinkist Premium Space ist, wenn du Abo hast, aber dein Freund nicht. Trotzdem, wenn du ihn hinzufügst zu diesem Space, kann er die ganzen Titel nutzen, die du zu diesem Space auch hinzufügst und im Prinzip kann er mit dir mitlesen, zuhören und das Ganze genauso nutzen. Du hast die Möglichkeit, Blinkist selber auszuprobieren. Wenn du auf Promo-Link in der Videobeschreibung klickst, bekommst du 25% Rabatt und du kannst aber vorher 7 Tage lang Blinkist kostenlos testen und so kannst du entscheiden, ob das was für dich ist. Meine nächste Regel ist für die Aufräummuffel. Ich war auch so einer, total chaotisch.
Okay, nun haben wir 20 Minuten am Tag gefunden, wo wir im Haus etwas machen. Also Regel Nummer 1. Aber was genau machen wir denn in diesen 20 Minuten? Was mir geholfen hat, waren die Aufräumroutinen, um die Wohnung sauber zu halten. Und sei es, dass ihr jeden Abend, wenn ihr nach Hause kommt, direkt den Timer anschmeißt und so lange herumräumt, bis dieser abläuft, oder morgens nach dem Zähneputzen das Bad kurz sauber macht. Ihr werdet staunen, wie viel diese rund 10 Minuten täglich bringen. Die Putzroutinen helfen, den gesamten Überblick zu behalten. Wenn man sich einmal hinsetzt und einen Putzplan erstellt, dann muss man nicht ständig überlegen, was macht man als nächstes, was hat man bereits gemacht oder was noch gemacht werden muss. Man hat die Sicherheit, dass alle Bereiche im Haus angegangen werden und nichts ausgelassen wird. Mit dem Putzplan kriegt man den Kopf frei, man kann sich komplett auf das Putzen konzentrieren und dabei sich keine Gedanken machen, ob man was ausgelassen hat. Mit der Zeit gewöhnt man sich an die Routine und die ganzen Abläufe werden automatisiert und dadurch wird man auch noch schneller und effizienter. Ich habe feste Wochentage, an denen ich bestimmte Bereiche meines Hauses putze. Ich versuche auch täglich meine 3 Tagesroutinen zu machen. Morgens immer das Bett zu machen, Wäsche zu starten und das Bad aufzufrischen. Nachmittags die kleine Aufräumaktion, die nur 2 Minuten dauert. Alle Sachen sollen wieder zurück an ihre Plätze gebracht werden. Und abends die Küche zu putzen und wieder auf den nächsten Tag vorbereiten. Ich verlasse mich auf das Fly-Lady-System, weil ich das Gefühl habe, dass alles bereits für mich vordefiniert ist und ich muss kein Rad neu erfinden. Du kannst das System natürlich für dich anpassen, sodass es deinem Lebensstil besser passt. In diesem Video gebe ich dir den gesamten Überblick über das Fly-Lady-System und wie ich das nutze. Gib zu, dass sich im Haus schnell Unordnung ansammelt, wenn man Dinge irgendwo ablegt. Zum einen muss man lange nach bestimmten Sachen danach suchen, wenn man nicht mehr weiß, wo man sie abgelegt hat. Zum anderen schafft es eine große Unordnung. Wenn aber jede Sache ihren festen Platz zu Hause hat, wird das Aufräumen viel schneller erfolgen. Daher ist es im Haushalt wichtig, nicht nur auszumisten und das Unnötige loszuwerden, sondern auch einen dauerhaften Platz für jede Sache zu finden. Zum Beispiel, wir wissen alle ganz genau, dass die Teller in den Küchenschrank gehören. Und wir werden sie auch dorthin wegräumen. Aber was macht man mit dem Schmuck zum Beispiel? Mit Medikamenten, mit Schlüssel, mit den Kopfhörern, mit Sonnenbrillen? Für all diese Sachen sollen wir einen festen Platz finden und danach lernen, nach der Benutzung die Sachen wieder zurück an ihren Platz zu räumen. Es ist auch von Vorteil, wenn der Platz genau für die bestimmte Sache definiert ist und entsprechend angepasst wird. Dafür nutze ich oft Organizer. Heutzutage findet man auf dem Markt Organizer in unterschiedlichsten Formen, Größen, aus verschiedenen Materialien. Die Trennwände und die kleinen Ablagen halten alles an seinem Platz und es hilft, die Sachen wieder wegzuräumen, wenn sie einen festen Platz haben. Also geh durch dein ganzes Haus und überleg, wo genau du jede Sache aufbewahren wirst. An dieser Regel muss ich selber noch arbeiten. Vor kurzem habe ich mir diese Organizer gekauft für die Küchenschränke und versuche, diese Schublade besser zu organisieren. Auch bei meiner Tochter in ihrem Schminktisch
bräuchten wir dringend Organizer, um ihre Haargummis und Haarspangen zu organisieren. Deswegen werde ich auch dort aufräumen und ich hoffe, wenn sie organisierte Schublade hat, dass sie ihre Sachen dann wieder zurück an den festen Platz bringt. In der Küche verbringen wir täglich viel Zeit und es ist auch der Raum, den wir täglich aufräumen. Die Reinigung in der Küche ist oft aufwendiger und mühseliger, unter anderem, wenn man zu viele Sachen auf den Arbeitsflächen stehen hat. Hier lohnt es sich kritisch zu hinterfragen, was man wirklich täglich benutzt. Vom Mixer bis zum Toaster finden sich häufig viele Gegenstände, die selten zum Einsatz kommen. Und doch dominieren sie das Raumbild und bilden eine furchtbare Grundlage für Krümel, Schlieren und Fettspritzer. Mal abgesehen davon, dass ihr noch um sie herumwischen müsst. Ich halte mich an folgende Regel. Nur was täglich benutzt wird, darf auf der Arbeitsfläche stehen. Wenn das Waffeleisen nur am Wochenende zum Einsatz kommt, darf er ruhig 5 Tage lang in dem Küchenschrank auf seine glorreiche Stunde warten. Ich habe Schritt für Schritt die Sachen von der Küchenarbeitsfläche weggeräumt, die mich gestört haben und nicht ständig in Nutzung waren. Inzwischen habe ich so gut wie fast gar nichts auf den Arbeitsflächen. Die Brotbox habe ich weggeräumt, Toaster nutzen wir nicht so oft, selbst die Kaffeemaschine, die zwar täglich genutzt wird, habe ich in die Schublade weggeräumt, weil ich einfach diesen Anblick nicht haben wollte. Und wenn man beim Kochen darauf achtet, gleich aufzuräumen, bleiben die Flächen frei und abends muss man nur kurz drüber wischen und schon ist alles aufgeräumt. Vor allem finde ich es schwierig, wenn man so einen offenen Raum hat wie wir. Da kann die Unordnung in der Küche sich schnell auf den gesamten Raum übertragen und ein negatives Raumbild schaffen. Das hatte ich früher ziemlich oft gehabt und das hat mich wirklich genervt. So habe ich gelernt, diese offene Küche aufzuräumen, gleich sauber zu halten und weniger Sachen auf meiner Arbeitsfläche zu haben. Neben den Küchenarbeitsflächen versuche ich auch mit dem Deko im Wohnzimmer zum Beispiel sparsam umzugehen. Je mehr Deko auf den Regalen steht, umso mühseliger ist es aufzuräumen und jede einzelne Sache von dem Staub zu befreien. Diese Regel ist sehr einfach, kostet keine Zeit und dennoch ist sehr effektiv, um Ordnung zu halten. Und sie lautet: Verlasse niemals einen Raum, ohne etwas in einen anderen mitzunehmen. Du liegst zum Beispiel faul auf der Couch herum und willst mal eben in die Küche, um Knabberzeug zu holen. Dann schaue dich zuerst vom Verlassen des Wohnzimmers einmal um. Garantiert wirst du etwas finden, was auch in die Küche gehört. Eine Tasse zum Beispiel kannst du gleich mitnehmen und in die Spülmaschine verräumen. Durch diese einfache Regel muss man im Nachhinein gar nicht so viel aufräumen, denn jedes Mal, wenn wir uns durch die Wohnung bewegen, können wir nebenbei die Sachen wieder zurück zu ihrem Platz bringen. Insbesondere habe ich diese Regel beherzigt, seitdem wir in diesem Haus wohnen. Oft gehören die Sachen in den ersten OG oder ich muss etwas runterbringen. Diese Kuscheldecke im Schlafzimmer gehört eigentlich aufs Sofa. Zuerst sammle ich alles auf der Treppe, falls ich nicht gerade nach oben oder nach unten gehe. Und wenn ich das doch tue, dann kann ich all die Sachen einfach mitnehmen und wieder zu ihrem Platz bringen. So vermeide ich das unnötige Treppe hoch und runterlaufen später beim Aufräumen. Und so kann ich automatisch die Sachen wieder aufräumen, ohne unnötige Bewegungen zu machen. Also, wenn du ein Zimmer verlässt und in ein anderes gehst, schau dich zuerst um und überleg, was gehört in das Zimmer, wo du hingehst. Was kannst du mitnehmen und was kannst du gleich wegräumen?
Das waren meine goldene Regel, um dein Haus immer sauber und aufgeräumt zu halten. Ich würde mich sehr freuen zu erfahren, was sind deine Tricks, um deine Wohnung immer sauber zu halten. Falls du welche hast, die du gerne nutzt, bitte teil das gerne in den Kommentaren. Ich hoffe, das Video war hilfreich und wir sehen uns bei dem nächsten Video.